Ja, wir freuen uns jetzt auf einen spannenden Kampf. Ja, bitte, Herr Uhlmann, machen Sie den ersten Kampf. Zug. Bauer C4. Bauer E5. Springer C3. Springer C6. Springer F3. G6. E3. F5. D4. E4. Springer D2. Bauer D6. Läufer E2. Springer F6. B4.
Bauer A6. Bauer F4.
Hier schlägt F. Läufer schlägt F3. Läufer G7. Rochade. Rochade.
Dame B3. König H8. Läufer B2.
Läufer D7. Turm A, E1.
Bauer G5. Bauer G3. Bauer F4. Läufer schlägt Springer C6. Läufer schlägt Läufer.
Bauer D schlägt Bauer auf F. G5 schlägt F4. Bauer D5. Läufer D7.
Springer C nach E4. Springer H5.
Läufer schlägt Läufer G7. Springer schlägt Läufer G7. Turm schlägt Bauer F4. Turm schlägt Turm. Bauer G schlägt Turm F4.
Dame F8. Turm F1. Springer F5. Dame C3 Schach, Dame G7. Dame schlägt Dame G7, König schlägt Dame G7.
König F2. C5. Bauer A5. Bauer C schlägt Bauer D6, Bauer C7 schlägt Bauer D6.
Turm C1. König G6. Turm C7, Läufer E8. Bauer B5.
Läufer schlägt Bauer B5. Turm schlägt Bauer B7. Läufer D3. Turm B6. Turm E8.
Springer C3. König H5. Springer F3. Turm C8. Turm C6. Turm B8.
Springer E1. Turm B2 Schach. König F3. Läufer F1. Bauer A4. Turm schlägt Bauer H2. Turm C8. König A4.
0,8. Läufer H3. König E4. Springer G3, Schach. König D3. H1, Springer F3. König G4, Springer D2. Läufer F1 Schach, Springer schlägt Läufer F1. Turm schlägt. Turm G8 Schach.
König F3, Springer B5. Kommt in ein Schach. König C4. Springer F5. Springer C3. Springer E3 Schach. König B5. Turm D3. Turm C8, Springer schlägt D5. Springer schlägt Springer. Turm schlägt Springer. König B6. König schlägt Bauer F. Turm H8. Bauer H5. Turm H6. König G. Turm H8. Bauer H4. König C6. Turm D4. König B5. König G4, König schlägt A5, Bauer H3, Turm H6, König G3. König B5. Bauer H2.
Turm E6. Bauer H1, Dame. Schwarz gibt auf. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr spannenden Wettkampf gesehen, der beiden Schachmeister. Zunächst stand in der Eröffnung. Zunächst hatte Weiß schon deutliche Vorteile, hatte ja auch einen Bauern mehr, aber dann hat es Herr Kortschneu geschafft, noch wieder die Initiative an sich zu reißen. Und im Endspiel sind dann in Zeitnot auch einige Fehler noch passiert, sodass also am Ende der Glücklichere, also auch sehr stark gespielt hat, Viktor Kortschneu die zweite Partie auch gewonnen hat. Damit ist das Endergebnis 2-0. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Thank you.